Da ist die Sau, die da, näher ran, die Sau da. So, um den Querlenker zu wechseln, brauchen wir auch wieder nur 18er Werkzeug. Wir haben hier hinten einmal eine Schraube mit Mutter, Vorderhalterung. Hinten dasselbe, Schraube Mutter, hintere Halterung. Da haben wir vorne eine Klemmschraube, wo der Querlenker unten in Achtschenkel drin ist. Das ist auch eine Mutter mit Schraube. Aber wir machen erstmal die los, weil die geht so ein bisschen schwerer raus, wenn die schon länger drin ist. Erstmal werde ich hier mit WD-40 einsprühen, hier in den Schlitz rein, hinten ist nämlich so ein Schlitz und oben in den Kopf ein bisschen WD-40 rein. So, wir haben hier, was da oben so rausguckt, der kleine Pin, das ist vom Traggelenk. Das sprühen wir schon mal ein. Also hier so ein bisschen Schlitz rein. Aufpassen, nicht auf die Bremsscheibe schießen, sonst müsst ihr die entfetten. So. Dann lösen wir jetzt die Klemmschraube, wie gesagt, sind 18er. Auf beiden Seiten wieder. Also, das ist schon an diesem Fahrwerk ist eigentlich vieles 18. Und zwar setzen wir hier wieder Schlüssel an. Zum Gegenhalten. Hier unser Knarre. Und dann lösen wir das Ding mal. Huch. Können wir normalerweise leicht rausziehen. Ich zeige auch nachher beim Einbau, warum das so möglich ist. An den anderen Querlenker. So, das ist die alte Schraube. Dieser Pin vom Traggelenk ist ja hier durch die Klemmschraube zusammengedrückt. Da müssen wir rausgehen. Jetzt nehmen wir einen Hammer. Ein bisschen großen Hammer. Und versuchen das dann eben runterzuschlagen, rauszuschlagen. So. Wenn es nicht geht, dann vielleicht noch ein bisschen WD-40 zum Einwirken. Aber versuchen es mal. Er kommt langsam. Langsam, aber sicher kommt er. Also er hat sich schon ein bisschen bewegt. Da wir den neuen, kompletten Querlenker neu machen. Ich sprühe jetzt nochmal, wo jetzt die Schraube raus ist, hier noch ein bisschen mehr rein. So. Da werden einen neuen Querlenker komplett einbauen, können wir da drauf hauen, wie blöd. Ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass er irgendwie krumm wird oder sonst. Ja. Nur aufpassen mit dem Hammer, wenn hier nicht an Bremsschläuche oder Arztmanschette. Würde ich sagen, komm, jetzt steht die Kamera ein bisschen blöd. Stell ihn mal um. So, bei mir hat sie noch ein Stück bewegt, aber er will einfach nicht raus. Wir machen jetzt die Verschraubung hinten los, ziehen ihn so ein bisschen raus, sodass wir die Schläge komplett auf den wir dran können, weil ich habe meine Vermutung ist, wir können ja nur hier hinschlagen wegen der Antriebswelle, dass die Schläge eher durch die Halterung hinten verpuffen und der Pin vom Traggelenk sieht ja auch so wahrscheinlich jetzt verspannt und deswegen geht er auch nicht raus, deswegen lösen wir jetzt mal hinten und versuchen das alles zu entspannen und vielleicht geht es dann auch. So, ist wie vorne die Klemmschraube 18er auf beiden Seiten, 18er, nicht 19er. So. Genau, die Verlängerung. Dann nehmen wir mal unser Tremor-Schlüssel. Und der Kraft. Geht das schon einfacher. Ja, machen wir ihn beide los. Wir sehen uns wieder, wenn wir das da raus haben. Oder wenn die Schrauben erstmal raus sind. So, jetzt haben wir beide Schrauben los. Jetzt versuchen wir den mal rauszunehmen. Der ist hier hinter so reingesteckt, also der ist auf der Seite so reingesteckt, von der von unten. Und mit dem Hammer, also den Fall zu ziehen, so ein bisschen. Versuchen wir jetzt nochmal hier mit draufschlagen, ob wir den Pin jetzt rauskriegen. Da wäre jetzt die komplette Last drauf haben. Probieren wir auch, ne? Also wenn es vergammelt ist, ist das schon eine richtige Scheiße hier. Da ist die Sau, die da, näher ran, die Sau da. Ne, aber der Lösen hinten hat geholfen, da war es ein bisschen entspannt. Als weiteren Tipp kann ich geben, wenn ihr
den raus, holt ein Stück, schlagt den wieder unten ein bisschen rein und dann wieder raus, rein, raus. Und dann löst er, manchmal sieht er, wie vergammelt der ist, obwohl er ein paar Jährchen noch alt ist. Und man sieht auch daran, dass der mal neu gekommen ist, an den Schrauben. Normalerweise ist das vernietet. Also normal sind hier Nieten drin, das zeige ich auch gleich an dem neuen. Die sind verschraubt, also ist dieses Teil auch mal nachträglich reingekommen. Habe ich ja erzählt, die habe ich ja vor ein paar Jahren neu gemacht. Und ausgenudelt ist der nicht wirklich, da merkt man, der ist noch top in Ordnung. Aber den hinteren, ja, hier sieht man zum Beispiel an dem hier schon, dass das Gummi hier oben am Reißen ist. Und hat allgemein auch verrostet, vergammelt ist. Der Austausch war auch mal wirklich nötig. Hier ist der neue und wie schon gesagt, sind original vernietet, nicht geschraubt. Ja, den schmeißt du rein, eigentlich dasselbe in umgekehrter Reihenfolge. Ich würde als erstes, gucken wir uns das an, also jetzt erkläre ich das mal so direkt. Ach so, weil ich noch erklärt hatte wegen der Aussparung der Schraube. Wir haben hier vom Draggelenk ja den Pin und hier sehen wir ja diese Vertiefung und dieser Vertiefung geht, man fing jetzt die Schraube rein, deswegen muss das Loch, also muss diese Vertiefung genau auf Höhe des Loches sein, damit wir die Schraube überhaupt durchkriegen, da muss ich auch nachher drauf achten, aber wir hängen es erstmal hinten rein, am besten das so von unten so ein bisschen reindrücken, damit wir hinten reinkriegen. So, jetzt haben wir jetzt erstmal so drin, müssen wir jetzt noch auf Position kriegen für die Schrauben. Und die kriegen wir eigentlich nur in die Position, wenn wir den Pin eingeführt haben, weil dann drückt sich das so nach hinten. Deswegen brauchen wir da noch nicht rumzuwerkeln, sondern mal in den Pin rein. So. So müssen wir dann hier so ein bisschen Einführung machen. So. Geht jetzt wahrscheinlich genauso schwer wie raus. Jo. So, jetzt keine mega Gewalt anwenden wir den da rein. Der geht ein bisschen schwer rein, aber sollte nicht zu schwer reingehen. Wir nehmen ja so leichte. Und irgendwann sehen wir hier auch noch die. Irgendwann sehen wir hier diese Aussparung, also das Runde. Und dann müssen wir das stoppen. So, die Schraube müsste jetzt so reingehen. Und zwar ganz leicht, ohne Aufwand. Ich darf jetzt nicht mit dem Hammer reinschauen, sonst muss so leicht reingehen, dann seid ihr auf der richtigen Position. Ich benutze eine neue Schraube und Mutter war ich gut, die sind ein bisschen dicker. Ich hatte aber schon erlebt, dass beim Corsa C und beim B diese kleinen mir abgerissen sind, trotz Drehmoment. Deswegen mache ich die einfach neu. Ja, mache ich einfach neu und gut, das kostet nicht so viel. So. Und es sind hier Quetschmutter, wie gesagt, die sollten auch neu oder selbstsichernde oder mit, also selbstsichernde Muttern oder mit Sicherungspaste einsetzen, wenn ihr die alte verwenden wollt. Jetzt müssen wir die hinteren Aufnahmen auf Position bringen. Da nehmen wir auch einen kleinen Hammer für und werden dann die Löcher auf Position bringen. Schrauben sind beide gleich, also das ist eigentlich egal, welche ihr dann nehmt, da gibt es keinen Unterschied. Die sind nicht selbstsicher, die werden nur mit Drehmoment angezogen. So, fangen wir mal mit Loch hinten an. Der muss. Ein bisschen weiter rein, dann gucken wir nur, Mutter sitzt hinten. Auch noch so eine Sache, seht ihr, geht so rein. Auch noch so eine Sache, zerlegt nur eine Seite, weil dann könnt ihr auf der anderen Seite spicken. So, der ist fast drin. Runter und nach hinten. Ja. Ihr könnt natürlich auch ein Handtuch dazwischen legen, wenn ihr nicht aufs Metall hauen wollt, wegen Rost oder so, aber es ist ein Fahrwerk und da ist mir so ein bisschen Rost egal, das ist ja kein Hightech-Fahrwerk. So, wenn die jetzt doch nicht reingehen, wie 100% leicht. Ihr seht ja leicht, also ein Handgelenk nicht bam, leicht, dann könnt ihr so ein bisschen, die haben ja vorne Spitze, das auch wieder ausrichten. So, wenn da zu schwer geht, sein lassen nochmal hier drauf fahren und ausrichten. Also nichts mit zu viel Gewalt. Hier unser Modell. Dann die wieder drauf. Ziehen wir jetzt mal alles erstmal vor.
Und dann kommt nachher Drehmoment für alle Schrauben. So. So, die Vorder-, also die Klemmschraube kriegt 60 Newtonmeter mehr nicht, kein Winkel, kein gar nichts. Ich stelle mal hier mal. 60. Mehr auch nicht. Ja, das war's schon. Also die Hinteren sollten ja eigentlich im eingefederten Zustand festgeschraubt werden. Und zwar 75 Newtonmeter plus 90 Grad. Ich drehe jetzt nur mit 75 Newtonmeter vor, da das schon mal alles ein bisschen fest ist. Wenn er abgesetzt ist, löse ich nochmal 75 Newtonmeter und dann 90 Grad. So ist mein Plan. Eigentlich auch nicht so schwierig bis vorne auf den Pin, der so ein bisschen schwieriger rausgeht, wenn er älter ist, aber sonst kein Hetzenwerk, denke ich mal auch. Bin dann jetzt fast durch mit dem Fahrwerk, also Überholung, das, was ich vorhatte. Jetzt fehlen nur noch Spurstangen, Arzialgelenke, und das seht ihr dann im nächsten Video.